Dann möchte ich euch nochmal ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Invest Trading und Investieren leicht gemacht. Hier präsentiert von der JFD Bank. Und ich hoffe, ein jeder weiß Bescheid, was unser Anliegen ist in der Branche, im generellen Brokerage, aber mittlerweile eben auch durch die Transformation zur Bank im Investmentbereich. Bevor wir jetzt gleich zum JFD Invest Case kommen, eine kleine Einleitung in dieser Hinsicht, warum, wieso, weshalb. Grundsätzlich dürftet ihr uns ja kennen im Rahmen der Just Fair and Direct Ethik, die wir damals schon als Broker in den, ja, sage ich mal, in den Industriealltag einströmen ließen, vor dem Hintergrund, dass wir vieles anders machen als eben andere Broker der Branche. Und so haben wir das Just Fair and Direct Prinzip etabliert und sind auch da sehr, sehr gut gewachsen, haben uns in der Hinsicht auch super entwickelt und konnten eben hier im Kontext dessen auch eine Wertpapierhandelsbank übernehmen mit BaFin-Lizenz, deutsches Institut. Das führte dann eben auch dazu, dass wir von JFD Brokers früher mal zu jetzt mittlerweile der JFD Bank geworden sind. Und dieses Motto der Bank hat natürlich auch den Anspruch, dass wir hier ein Stück weit mehr noch ja, nach außen gehen wollen, auch im Bereich Investment. Und hier möchte ich euch gleich ans Herz legen, dass wir auch passive Produkte kompletter Natur anbieten. Heute bei JFD Invest geht es ja sozusagen um die digitale Vermögensverwaltung, wo ihr relativ simpel verschiedene Setups miteinander kombinieren könnt. Aber ich möchte euch an der Stelle auch gleich den Hinweis geben, dass ihr sozusagen an der Stelle auch die komplette passive Produktauswahl treffen könnt. Dazu, wenn ihr Interesse habt, bitte einfach eine E-Mail an JFD at Support beziehungsweise support@jfdbank.de. Das Ganze auch hier, ich bin gerade auf der Website unterwegs, im Kontaktfeld, natürlich telefonisch, Chat und dergleichen auch sozusagen kontaktierbar. Aber hier Support, ihr könnt wie gesagt am Ende .de auch schreiben, beziehungsweise .com, dann kommt es eh in den Org-Briefkasten, wird aber natürlich beantwortet für alle die, die hier Interesse sozusagen an einem rein passiven Produkt hat. Und das ist nichts anderes als sozusagen ein Management-Account, der in der Art wie ein Fonds funktioniert. Das heißt, ihr zahlt letztlich dort euer Geld ein. Es ist euer Konto, es ist euer Vermögen. Ihr behaltet auch den kompletten Zugriff, aber die Verwaltung dessen wird dann praktisch komplett automatisiert von unserer Vermögensverwaltung übernommen. Und das andere oder das Neue an der Hinsicht ist jetzt hier sozusagen dann JFD Invest. Zumal eben hier auch die passive Vermögensform, wie gesagt, jetzt auch noch nicht so populär wurde, aber Grund genug jetzt hat JFD Bank eben hier im Investmentbereich eben auch solche komplett passiven Möglichkeiten noch mehr zu streuen. In der Vergangenheit war das im Prinzip mehr oder weniger ein Key Account Case, was wir unseren Kunden vorstellten, intern, aber eben noch nicht populär auf der Website darstellten. Das wird sich ändern, aber ihr werdet es ja gesehen haben, hier haben wir schon den Investieren-Button. Und da gehen wir jetzt gleich zur digitalen Vermögensverwaltung, zu JFD Invest hinein. Andererseits für alle die, die Trading interessiert sind, natürlich auch hier im Rahmen der weiteren Entwicklung von uns natürlich auch der Aktienhandel, echter physischer Aktien, Dividendenaktien natürlich auch hier letztes Jahr an Bord geholt, beziehungsweise letztes Jahr dann eben auch noch viel mehr mit dieser ja, super Offerte des kostenfreien Aktienhandels. Das heißt, ihr könnt bei uns tatsächlich Dividendentitel kaufen und ja, jetzt nicht gedacht zum wilden Rumtraden, wie praktisch eigentlich der Fokus eben beim klassischen Trading liegt, sondern hier eben auch der Investmentgedanke sehr wichtig ist, sodass man sich die Aktien im Prinzip kauft, um sie eben zu halten und auch hier auf Dividendenbasis sozusagen Erträge zu generieren. Da schaut es euch gern um bei uns hier im Trading-Bereich, aber beim Investieren, und darum geht es heute, sind wir jetzt hier genau im Thema, nämlich bei JFD Invest. Und wenn Sie auf der Website unterwegs seid, dann kann ich euch den Link gleich reinstellen in den Chat. Wer übrigens Fragen hat, der Raum ist jetzt noch weiter gefüllt sozusagen und am Eingangs nicht dabei war, bitte nutzt auch den Chat, um Fragen zu stellen. Ansonsten, wie gerade eben dargestellt, auch gern über das Kontaktformular im Nachgang. So, JFD Invest, wie gesagt, hier der Button, der euch sozusagen reinbringt ins Thema. Ein Klick genügt und dann sind wir, ich will es mal so sagen, auf dieser Landingpage. Diese Landingpage beschreibt grundsätzlich mal den Ablauf, um was es geht und die einzelnen, sage ich mal, Vorgehensweisen und Punkte. Und hier haben wir zum Beispiel auch die Top 5 der Strategien, die sich sozusagen hier reihum einordnen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, sich auch hier einen ersten Überblick zu machen. Da gehe ich dann, wie gesagt, auch nochmal Stück für Stück drauf ein. Aber grundsätzlich
ist es natürlich so, dass wir eben auch im Rahmen der Etablierung von JFD Brokers zur JFD Bank und jetzt eben auch mit den Investmentlösungen hier eben auch ein Delta schließen wollten, wie damals grundsätzlich in der Brokerindustrie, wie wir es ja auch getan haben. Nämlich, ja, man handelt, investiert und tradet, aber am Ende des Tages fehlt einem vielleicht die Zeit oder auch das Wissen oder auch der Wille, da eben konsequent im Trading affin zu bleiben. Und insofern bietet sich hier eben eine Alternative zur Diversifikation des Geldes oder aber auch, wenn Sie selber traden und dies auch erfolgreich tun, was ich Ihnen nur wünschen kann, dann ist es so, dass man am Ende des Tages auch mit einem Teil des Geldes auch durchaus andere Manager beauftragen kann. Und das ist dann hier bei JFD Invest sozusagen ein Paralleluniversum, was Sie sozusagen neben Ihrem klassischen Trading-Konto oder auch Aktienkonto bei JFD nutzen können, sodass Sie dann praktisch hier eben die Lösung der Vermögensverwaltung digitaler Natur nutzen. Und grundsätzlich geht es eben darum, dass es im, ja, früheren Jahren, und da gab es auch unlängst im letzten Jahr eine Insolvenz eines Brokers, beziehungsweise vielmehr einer Struktur, dessen Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen will, aber ihr werdet das vielleicht wissen, wenn ihr mit dem Thema Copy Trading, Social Trading schon mal in den Kontakt gekommen seid, früherer Zeit. Dieses Unternehmen ist aus dem deutschsprachigen Raum verschwunden, weil das Geschäftskonzept auch etwas, ja, ich sag mal, zu hinterfragen war. Fängt eben auch damit an, ob der Broker die Trades alle ausführt, alle echt an den Markt gibt, so wie wir es zum Beispiel machen, als reiner intermediärer Broker, oder eben, dass er es nicht tut, sei es drum, da war Social Trading, wie gesagt, schon vor Jahren ein Riesenthema, aber letztlich haben viele Accounts hier den Erfolg nicht über längere Zeit darstellen können. Das führt natürlich dann dazu, dass die Zweifel groß werden, aber generell ist es ein, ja, auch hier ein Delta gewesen, wo wir dachten, wir müssen Aufklärungsarbeit leisten und wir haben da vor vielen Jahren schon angefangen, eben Setups zu kreieren, beziehungsweise hier auch Möglichkeiten zu finden, wo man denn als ja, Anleger oder besser gesagt, wo man vielmehr den Anleger bedienen kann und da eben auch transparenter, fairer und ehrlicher, als es eben die Industrie bis dato tut und auch früher insbesondere getan hat. Denn es ist eben so, dass hier ausgewählte Strategien, die müssen bei uns schon einen Live-Rekord etabliert haben, sozusagen nur an den Start gehen. Und diese Live-Rekorde sind zeitweise auch wesentlich älter als das, was wir uns dann gleich mal hier drin anschauen. Das heißt, hier gibt es Trader und Trader-Systeme, die schon lange am Start sind und eben auch mit Echtgeldkonten handeln. Also es ist nicht so, dass irgendwelche Demo-Accounts, also Demo spricht ja hier für virtuelle Geld-Accounts steht, wo man dann letztlich leicht echtes Geld hinten dran hängen könnte. Bei uns ist es so, die Master-Accounts, sozusagen die Trader-Accounts, von denen, wo die Strategien kommen, sind mit Echtgeld kapitalisiert und ihr folgt sozusagen auch mit Echtgeld. Also es gibt hier keine Demo-Umgebung beziehungsweise virtuelle Spielumgebung, aber bei anderen Anbietern war es in der Vergangenheit eben so, dass man zum Beispiel eben auch mit so einem virtuellen Konto ein Master werden konnte, ohne sich wirklich qualifiziert zu haben und dann eben sozusagen Echtgeldkonten in Form der Follower an hat schließen können. Das war natürlich ein Desaster und viele Systeme funktionierten hier natürlich eher medium, wenn nicht eben sogar mal gar nicht. Und das ist schon ein Unterschied, so dass wir hier ausgewählte Strategien an den Start bringen. Das schützt allerdings nicht, und das möchte ich an der Stelle gleich erwähnen, vor möglichen Verlusten. Denn auch wir hatten im letzten Jahr im Rahmen des Pfund-Debakels, jeder, der da am Währungsmarkt auch aktiv war, beziehungsweise Brexit hat ja eher damit bekommen, aber wer sozusagen hier da das Pfund oder die Pfundbewegung miterlebt hat, der hat auch vielleicht feststellen können, dass das Pfund eben auch hier sehr starke Trendbewegung aufwies und da kamen auch zwei unserer Systeme buchstäblich unter die Räder und auch die Strategen, die da am Start waren, hatten hier sozusagen ja sich verspekuliert und insofern gebe ich auch hier, auch wenn ihr mit Geld sozusagen ohnehin euer Trading, euer Anlagevermögen diversifizieren wollt, gebe ich den Tipp, auch hier in JFD Invest nochmal zu diversifizieren. Das heißt, diese Strategien, die hier an den Start gehen, natürlich kann man in eine investieren, aber es ergibt doch noch viel mehr Sinn, wenn man hier sozusagen eine Kombination aus zwei, drei oder vier Strategien miteinander findet, um dann letzten Endes natürlich hier sein Portfolio auch aufzubauen. Und das ist ja so ein Stück weit Sinn und Zweck der Maßnahme, denn hier oben haben wir es ja hier. Entwickeln Sie Ihr diversifiziertes strategisches Investmentportfolio. Meine Güte, was für ein Wortlaut. Aber grundsätzlich trifft er es auf den Punkt. Sie können hier sozusagen ein Investmentportfolio bilden, eben auch aus mehreren Strategien, die von uns, wie gesagt, auf Echtgeldkonten laufen und im Vorfeld auch geprüft wurden. Dennoch, das Risiko spielt immer mit und man muss sich bewusst sein, dass das natürlich hier auch die höchste Stufe der Spekulation ist, denn Devisen und auch Index, Währungsgeschäfte, vielmehr CFD,
Indexgeschäfte sind natürlich hier eine Spekulationsstufe größter Natur, aber das erlaubt natürlich auch recht ansehnliche Renditen, wie wir uns das gleich dann bei den einzelnen Strategien anschauen werden. Grundsätzlich aber hier auch ganz wichtig für euch zu wissen: Es gibt bei JFD hier keine Einrichtungs- oder Verwaltungsgebühren oder nennen wir es auch Abogebühren oder Management-Fees für diese Strategien, denn es ist einfach so, dass wir hier einfach nur sagen: Hey, wenn Gewinne gemacht werden, dann darf der Portfolio-Manager, darf JFD sozusagen hier einen Teil der Gewinne sozusagen vereinnahmen als, ja, ich sag's mal, Erfolgshonorar. Und wenn aber kein Gewinn erzielt wird, und das ist an den Märkten eben durchaus nicht ungewöhnlich, dass es Seitwärtsphasen gibt, dass es auch Phasen des Drawdowns, der Verlustentwicklung gibt, und in dieser Phase natürlich Gebühren zu zahlen, ist irgendwo ein Stück weit unglücklich. Und das heißt, das gibt's bei uns nicht. Es gibt hier nur eine Performance-Fee, wie man sie in der Vermögensverwaltung einsetzt, und das Ganze auch hier nochmal mit dem Passus High Water Mark. Das heißt nichts anderes als das, und da könntest du auch übrigens draufklicken hier auf die verlinkten Schriftzeichen. Das heißt nichts anderes, als dass hier sozusagen nur neue Höchststände, um es mal kurz zu machen, wieder herangezogen werden zur Performance Fee. Das bedeutet kurz gesagt, wenn ihr einsteigt, die Strategie entwickelt Gewinne, ihr zahlt Performance Fee und dann kommt plötzlich eine Phase der Verlust- oder Seitwärtsentwicklung oder vielmehr dann eben doch eine gewisse Schwächephase, was passieren kann, dann ist es natürlich so, dass der darauf folgende Aufschwung wieder zu neuen Höchstständen so lange nicht berechnet wird mit einer Performance Fee, bis letzten Endes die neuen Höchststände oder die früheren Höchststände zu neuen Höchstständen werden, sozusagen, dass diese dann überwunden werden. Also erst bei neuen Höchstständen wird dann wieder die Performance Fee fällig. Und insofern ist das, wie gesagt, ein sehr, sehr grundsätzlich fairer Gedanke, der natürlich hier, und da sagte ich eben auch schon, neben unnötigen Kosten, die es nicht gibt, eben auch hier eine Rendite in Betracht stellt oder in Aussicht stellt, die eben auch durchaus höher ist als eben die Renditen in, ich sag mal, klassischen Anlageformen. Das ist eben die höchste Spekulationsstufe. Und wenn wir uns jetzt ein Stück weit nach unten scrollen, ohne dass ich das hier überspringen will, da gehe ich gleich nochmal rein, wie es grundsätzlich abläuft mit der Registrierung, haben wir eben hier die 5 Top-Strategien. Wir haben auch hier Taurus erst unlängst gelauncht. Das ist eine Strategie, die schon deutlich über 12 Monate am Start ist. Aber man darf feststellen, sie hat gegenwärtig einen relativ denkbar schlechten Jahresstart. Heißt nicht, dass die Strategie nicht lukrativ traden kann, aber momentan in der gegenwärtigen Marktlage hat die Strategie seit Jahresbeginn rund 10% verloren. Andernfalls natürlich hier generell einen Ertrag schon erwirtschaftet, der in den Bereich von 25% geht. Bei einem Equity Balance Deviation, beziehungsweise hier heißt es ja zu Deutsch Abweichung, dieser Kennzahl hier lege ich euch ans Herz, denn diese Kennzahl erlaubt etwas über die Schwankungsfreudigkeit des Systems. Das seht ihr auch, wenn ihr dann hier sozusagen in JFD Invest reingeht, hier mit diesem Folge-Button könnt ihr in die Plattform klicken, ohne euch zu registrieren oder irgendwas, sondern einfach nur als Gast schon mal reinschauen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die Strategie klicke, die momentan hier auf Platz 1 rangiert, in Jelius zum Beispiel, dann sehen wir hier die grafische Entwicklung der Strategie und sind sozusagen auch schon mal im JFD Invest Universum. Allerdings hier oben links sehen wir es, ihr seid als Gast unterwegs. Wenn ihr euch angemeldet habt, dann habt ihr hier eure Kontonummer stehen, Schrägstrich euren Namen, beziehungsweise könnt ihr sogar einen Avatar einfügen. Grundsätzlich aber, wenn ihr eben reinklickt, seht ihr schon mal die Strategien. Und hier haben wir auch, das steht sogar jetzt momentan, weil wir im englischen Modus sind, können wir aber auch gleich auf Deutsch leicht umstellen, die Equity Balance Deviation. Das ist eben die Schwankungsfreudigkeit der Strategie, die man auch sieht, wenn man hier unten auf die Monthly Returns klickt, also auf die monatliche Ergebnisentwicklung. Sieht man praktisch hier die Strategie, die im Juli live gegangen ist auf dem JFD Invest Surfer. Auch hier nochmal, die Strategie hat auf einem anderen Surfer schon eine längere Historie abgebildet. Nur hier dieser Startzeitpunkt zum Launch von JFD Invest, das bedarf eben einem eigenen Surfer. Da muss die Strategie dann nochmal an den Start gehen, musste nochmal ihre Relevanz beweisen. Und nach 6 Monaten des erfolgreichen Handels, und das war eine relativ gute Entwicklung, das brauchen wir gar nicht diskutieren, hier knapp 28% in diesen 6 Monaten ist sehr, sehr anständig und bedarf oder erlaubt auch durchaus eine, ich sag's mal, Equity Balance Deviation, die so ein Stück weit vergleichbar mit einem Drawdown ist, also mit einer Schwankungsfreudigkeit gen Süden. Und da sehen wir eben, dass hier auch natürlich entsprechende Rückschläge oder auch Schwankungsintensitäten einzukalkulieren sind. Das heißt, wer Rendite auf der einen Seite will, muss natürlich auch Risiken eingehen. Und da ist natürlich immer diese Waage zu sehen. Das heißt, je mehr Risiken man eingeht,
desto mehr Renditemöglichkeiten gibt es. Und andersrum, drum gebe ich euch den Tipp, dass ihr zum Beispiel hier dann, wenn ihr die Top 5 betrachtet, auf jeden Fall auch diese Spalte hier mit ins Kalkül zieht, um eben auch festzustellen, welche Strategien hier wie unterwegs sind. Und ich will euch da auch keine Strategie vorenthalten. Da gehe ich dann gleich mal zu Hyperion. Das ist eine sehr, sehr spekulative Strategie, die aber auch enorme sage ich mal, Fähigkeiten aufweist. So, jetzt aber mal kurz zu dem, wie ihr euch bewegen könnt auf JFD Invest. Zum einen eben wie dargestellt mit dem Folgebutton seid ihr schon mal in der Plattform unterwegs. Ansonsten ist das relativ simpel, denn ihr müsst euch zunächst mit einem Profil registrieren. Das ist dann nicht mehr der Gastzugang, sondern da habt ihr im Investmentprofil. Und das ist eigentlich relativ simpel. Wenn wir mal hier auf Registrieren gehen, geht's schon los. Da muss man sich letztlich, do you have any account? Moment, Gastzugang, da haben wir es hier. Moment, machen wir es jetzt auch komplett auf Deutsch. So. Da registriert ihr euch lediglich mit Namen, E-Mail-Adresse und eurem Geburtsdatum. Dann wird das Ganze sozusagen bestätigt und dann seid ihr mit eurem sozusagen kostenlosen Account unterwegs und insofern hier nicht direkt mit einem Konto, wie es hier oben sozusagen im ersten Moment klingen mag, sondern lediglich mit dem Profil. Und mit diesem Profil könnt ihr euch dann sozusagen im JFD Invest Universum bewegen und dann eben relativ simpel mit einem sozusagen Profilzugang dann eure Erkenntnisse sammeln. Und da geht es natürlich darum, dass ihr euch einfach hier auch neben der Landingpage, die ich euch jetzt gerade schon die ganze Zeit zeige, eben auch hier in der Plattform mal bewegt. Jetzt seht ihr es, hier mit der Sprachumstellung sind wir jetzt auch auf Deutsch unterwegs. Und hier haben wir sozusagen das Sammelsorium der Strategien. Und hier auch da nochmal der Hinweis, die Equity Balance Deviation, die Abweichung, in dem Fall jetzt hier noch Englisch formuliert, ist aber genau die vergleichbare Schwankungsfreudigkeit. Und ich sagte gerade eben schon, die Hyperion, eine Strategie, die, ja, ihr seht es, seit hier diesem Jahr letztlich schon ein sattes Minus produziert und auch mit einer sehr, sehr hohen, sage ich mal, Schwankungsfreudigkeit gesegnet, um nicht zu sagen, das ist die Top-Volatilität am Ende des Tages. Aber die Strategie, wenn wir draufgehen, befindet sich momentan in einem absoluten Schwächeimpuls und hat aber auch hier zuvor schon Renditen gehabt im Bereich von 135%, 137, knapp 140% in der Spitze. Das zeigt natürlich auch hier, unlängst gab es einen sehr starken Impuls, der hier von ja, rund 20% mal ganz schnell wieder in Richtung 50% führte. Das heißt, diese Strategie ist nichts für schwache Nerven und sollte auch, wenn überhaupt, nur ein Bestandteil eines Portfolios sein, sodass ihr hier am Ende des Tages die Strategie natürlich sauber gewichtet, sauber miteinander aufteilt und eben hier in den Einklang bringt der Anlage. Das heißt, hier schaut es euch auf jeden Fall auch die Strategien im Detail an, insbesondere aufgrund der Schwankungsfreudigkeit. Die Hyperion, wie gesagt, eine der sehr, sehr spekulativen Strategien. Und wenn ihr dann hier drin in diesem Universum seid, könnt ihr euch sozusagen dann als Gast ohnehin, aber eben auch, wenn ihr registriert seid, und da gehe ich dann gleich hier nochmal auf das Investmentprofil zurück, sozusagen alles genauer anschauen. Und da seht ihr auch zum Beispiel hier die Mindestanlagesummen, die vorausgesetzt werden, um einer Strategie zu folgen. Da gibt es Strategien bei uns, da geht es schon ab 500 Euro los, die meisten ab 3.000, 5.000, 6.000 Euro. Das sind natürlich Hausnummern, die auch hier, und das kann ich gleich sagen, in den nächsten Monaten noch ein Stück weit justiert werden, vor dem Hintergrund, dass wir hier die Masterkonten ein Stück weit mehr an die Follower-Konten angleichen werden, sodass hier letztlich immer wieder eine gleiche Balance stattfindet. Das heißt, dass hier eigentlich ein vergleichbares Volumen von 1 zu 1 stattfindet und am Ende des Tages auch die Gewinne immer am Monatsende abgeschöpft werden, sodass jeder Follower immer wieder die gleichen Ausgangsvoraussetzungen hat. Das wird aber in Zukunft kommen. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch schon mal umschauen und solltet natürlich auch, weil es keine Demo-Umgebung ist, gerne auch schon mal anfangen zu testen. Also einfach hier bei JFD relativ simpel einen Live-Account eröffnen und den neben dem echten Aktienhandel zum Investieren oder eben aber auch klar dem Trading dann eben auch hier für JFD Invest ein Konto bereit zu haben. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich zur Eröffnung des Invest-Kontos. Das heißt, ihr registriert euch erstmal ganz simpel mit dem JFD Invest-Profil, Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und dann habt ihr sozusagen die Möglichkeit, im weiteren Verlauf ein JFD Invest-Konto zu eröffnen. Das Ganze geht dann praktisch auch in der Plattform selber. Ja, da kann man dann hier Konto hinzufügen. Das ist relativ simpel. Da meldet man sich dann wieder an. Das geht wiederum nur mit dem Profil, weil das muss miteinander verknüpft sein. Sind wir auch hier bei dem Punkt 3 sozusagen. Denn ein Konto lässt sich immer nur dann eröffnen, anlegen, verwalten, wenn das Invest-Profil besteht. Ihr könnt ja auch mehrere Invest-Profile miteinander verknüpfen, beziehungsweise
Investprofile anlegen und damit mehrere Konten verknüpfen, sodass ihr praktisch da auch eine, ich sag's mal, Diversifizierung von spekulatives Profil, konservatives Profil anlegen könnt. Aber ihr könnt auch mit einem Profil mehrere Konten eröffnen. Aber dazu ist, wie gesagt, das Profil wichtig und dann darüber hinaus ein Investkonto, was ihr aus der Plattform heraus eröffnen könnt. Oder wenn ihr schon Kunden seid, geht das ganz simpel hier über, wo sind wir, bei MyJFD Invest. Wir haben hier den Button anmelden, das ist sozusagen unser Kundenbereich, das ist MyJFD. In diesem Bereich könnt ihr ganz leicht Konten, Gelder hin und her switchen, Auszahlung machen, Einzahlung machen, persönliche Daten hinterlegen, und vieles, vieles mehr und natürlich auch Konten eröffnen, sowohl MetaTrader 4 als auch MetaTrader 5 und für JFD Invest sind es die MetaTrader 4 Accounts momentan noch und da öffnet ihr praktisch einfach einen Sub-Account, wenn ihr schon Kunden seid. Geht wie gesagt ganz einfach über MyJFD Invest oder eben aus der Plattform heraus. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann ist es eigentlich relativ simpel, dann muss man nur einzahlen, eben ganz klassisch auf unser deutsches Institut oder britisches Bankinstitut. Und dann kann es auch schon losgehen. Wichtig zu wissen bei den Investkonten, das sind keine Konten, wo ihr selber handeln könnt oder wo ihr selber Einfluss nehmen könnt. Denn der Punkt, dass der Handel hier natürlich von Master-Accounts und Master-Tradern vollzogen wird, liegt natürlich hier begründet, dass man selbst als Investor, eben deswegen auch Investkonto, keinen Zugriff auf das Konto hat. Es ist euer Account, ihr könnt auch eine Einzahlung machen, ihr habt auch die Accountdaten und dergleichen, aber ihr habt sozusagen nur einen Beschaumodus. Ihr könnt jetzt nicht dort aktive Trades platzieren oder Stop-Loss-Marken vom Master verändern oder die Trades schließen. Das ist sozusagen außen vor genommen. Und deswegen ist dieses Investkonto auch von Natur aus schon mit einem hohen Hebel gesegnet. Also, ihr werdet es vielleicht wissen, die ESMA-Regulationen schlugen ja zu nach dem Motto, dass man unterscheidet zwischen Retail-Trader und Professional-Trader. Und die Professional-Trader haben sozusagen die hohen Hebel behalten können und der Retail-Trader macht praktisch genau so einen gehebelten Handel, aber eben nicht mit diesen, sage ich mal, 1 zu 100 Hebeln und mehr. Diese Investkonten sind aber generell alles Professional Accounts, weil eben ihr als Investoren keinen Zugriff habt, aber dennoch das Geld eben verwaltet wird von professionellen Tradern, Professional Accounts und deswegen sind diese Konten auch hoch gehebelt. Hat natürlich auch den Hintergrund, dass das natürlich auch mit den Masterkonten einhergeht, aber das im Prinzip nur als Info. Und wer, wie gesagt, dem Ganzen aufgeschlossen gegenüber ist und eben auch mal testen will und muss. You're welcome. Wir haben hier, wie gesagt, keine Demo-Umgebung. Schaut euch die Statistiken an, schaut euch in der Plattform um, aber am Ende des Tages muss man natürlich hier auch live investieren. Für wen das alles ein Stück weit zu viel Technik ist, zu viel ja, Auswahl, zu viel Eigenverantwortung, dem gebe ich, wie gesagt, den Tipp nochmal vom Anfang. Wir haben komplett passive Investmentmöglichkeiten. Da gibt es ein Global Dynamic, ist es sozusagen unser Investmentprodukt oder auch Topspin GT 2.0, das ist auch ein ja, Inhouse-Produkt, wo wir sozusagen dann in der Art eines Fonds und Management-Accounts eure Gelder verwalten, ohne dass ihr irgendwas dazu tun müsst. Diese Strategien werden auch in Kürze ihren Weg hier oben in den Bereich Investieren finden, sodass man da eine aktive Sparte hat. Das ist dann praktisch der JFD Invest und eine passive Sparte, wo es dann praktisch um direkte Investmentprodukte geht. Und so ist es letztlich, dass man hier ganz klar schaut, wie die Situation am Ende des Tages abläuft. So. Ansonsten sind wir hier schon relativ fortgeschritten. Grundsätzlich zur Performance sei gesagt, die 5 besten Strategien werden hier täglich geupdatet und grundsätzlich kann mit dem Jahresstart gesagt werden, dass die Taurus-Strategie hier eben unter die Strategien fällt, die zuletzt etwas unter die Räder gekommen ist und das, obwohl hier eigentlich auch erst frisch an den Start gegangen. Aber das ist natürlich hier schon ein relativ starker Einbruch, wo ich mal gespannt bin, wie die Money Manager das in den Griff kriegen. Wir haben hier auch die außerordentlich starke Performance aus 2019 heraus. Und jetzt haben wir natürlich hier gegenwärtig auch eine hohe Schwankungsfreudigkeit. Da weise ich immer noch mal darauf hin, schaut euch das an. Diese Schwankungsintensitäten müsst ihr sozusagen in einer gewissen Art und Weise mitnehmen. Denn wir hatten hier im letzten Jahr auch schon mal eine Drawdown-Max-Phase von 16,37%. Das gab es hier im März des letzten Jahres. Und gegenwärtig haben wir auch schon einen starken Drawdown von 13,12. Aber das ist in dieser oder bei dieser Strategie, bei Taurus, eben jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass es hier relativ starke Bewegung gibt. Oder vielmehr eben Entwicklungen. Und da muss man natürlich hier auf diesen Performance-Chart gehen und einfach feststellen, dass der Markt hier grundsätzlich im Bereich der Bewegungen auch nicht nur nach oben läuft, sondern eben auch nach unten seine Entwicklungen vollzieht.
Und man will hoffen, dass es genauso hier eben abläuft wie im März 2019, Schrägstrich hier im April, dass ein Rebound stattfindet und davon ist auch auszugehen. Aber bringt mich auch zu dem Schluss, liebe Leute, dass ihr natürlich auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Taurus investiert, hier eben auch diversifiziert. Denn diese Verluststrecke der letzten Woche, beziehungsweise der aktuellen Handelswoche und insbesondere auch seit dem Jahresauftakt hier, da lief es relativ seitwärts, da haben die Händler nicht viel gemacht, dann sind sie ein Stück weit in den Markt gekommen und gegenwärtig, ja, man kann es nicht anders nennen, einen unglücklichen Jahresstart hingelegt. Das heißt aber nicht, dass die Strategie per se nicht erfolgreich ist. Das hat sie schon bewiesen und hat sie auch schon im Vorfeld dargestellt. Aber ich rege nochmal an, dass diese Strategien hier definitiv als gesunder Mix zu sehen sind. Und das ist genau das, worum es auch geht, wenn wir hier bei JFD Invest Trading und Investieren leicht gemacht sozusagen auf die Plattform blicken. Hier geht es ein Stück weit darum, euch heranzuführen an das Thema JFD Invest, an die Möglichkeiten, die es hier gibt. Die einzelnen Wochenperformances sind jetzt hier momentan eben in der Form gewesen, dass zum Beispiel Taurus relativ schwach unterwegs war und dann aber eben auch die einzelnen Strategien. Und da müsste ich mir direkt nochmal den Investment-Graph vorholen. Wir hatten dieser Tage ja hier, das hatte ich auch direkt auf Guidance schon mal dargestellt, hier für die aktiveren Teilnehmer diese Top-3-Analyse. Da haben wir natürlich hier gehabt den Gold Rush in Elias, hier mit einem guten Flow im Verlauf der letzten Woche und Vulcano. Das sind Strategien, die hier sozusagen die wöchentliche Top-Performance erreicht haben. Aber hier muss man auch sehen, wir können auch gern gleich auf die Gold Rush gehen, die kommt hier aus einem größeren Drawdown. Das heißt, diese Strategien haben hier natürlich immer ihren Anspruch. Enelias, habt ihr ja gesehen, ist ja eh schon unter den Top 5, aber Goldrausch oder Rush vielmehr hatte ja auch eine Phase der größeren Seitwärts-Abwärtsbewegung. Und insofern auch gut, dass diese Strategie wieder zurückkam. Und das zeigt auch, liebe Leute, dass es hier weniger um wildes, kurzfristiges Spekulieren geht, sondern eben auch wenn dies jetzt sehr anmutend wirkt, wöchentliche Renditen hier von 7%, das ist natürlich nicht der Standard. Hier haben wir es mit Schwankungen zu tun. Und sowohl, wie eben gerade gesehen, bei Taurus, so ist es auch bei Goldrush so, dass es Ausschläge wie nach oben und unten gibt. Aber am Ende ist es eben der Mix und auch der Zeithorizont, liebe Leute, der euch hier das Rüstzeug gibt, sozusagen mit diesen Strategien auch mittel- bis langfristig aktiv zu sein. Klar, wenn man einen guten Einstiegszeitpunkt erwischt hat bei einer Strategie, dann ist das sicherlich sehr rühmlich und führt auch dazu, dass man hier einen guten Weg nach Norden laufen kann. Aber am Ende des Tages, mittel- bis langfristig, ist es eben als Investment gedacht. Das heißt, das Geld, was hier liegt, sollte auch 12, 24, 36 Monate arbeiten können und gegebenenfalls von euch eben im Rahmen der, ich sag's mal, Performance-Verwaltung, da sind wir hier oben, dass ihr euch euer strategisches Investmentportfolio mehr oder weniger zusammenbaut. Und jetzt ist natürlich der Punkt der, dass wir schon relativ weit fortgeschritten sind in dieser ersten Beschau. Wenn ihr noch spezielle Fragen habt, wie eingangs eben auch schon angeboten, dann bitte unseren Support kontaktieren. Die Fragen gehen dann in die entsprechende Abteilung, beziehungsweise wenn ihr euch eben für die rein passiven Produkte interessiert, dann eben auch dorthin. Dann können wir auch persönlich Kontakt aufnehmen und dann würden wir das alles initiieren. Wie gesagt, es gibt hier bei JFD eben jetzt neben dem klassischen Marktzugang, wo ihr echte Aktien, Devisen, Rohstoffe, Gold, Öl, Silber handeln könnt, eben jetzt auch die Möglichkeit des Investieren mit JFD Invest und eben auch des Passivinvestierens mit unseren Vermögensverwaltungsprodukten. Und wer da Interesse hat, einfach unseren Support schreiben. Hier die Kontaktdaten nochmal aufgerufen und ansonsten bin ich hier schon relativ weit fortgeschritten. Wenn noch Fragen sind, ich gehe direkt mal in den Chat. Ah, Alex, die Frage von dir habe ich praktisch direkt aufgenommen als Abschluss zum Webinar. Ansonsten relative Ruhe im Chat. Moment, können Sie bitte nochmal kurz Enelius und das Letzte erklären? Alex, die Frage ist ein bisschen unspezifisch. Ich weiß jetzt nicht, die hast du jetzt vor kurzem erst gestellt. Was meinst du mit das Letzte erklären? Da müssten wir nochmal auf die Strategie gehen. Das Letzte erklären. Lasst uns da gern nochmal in den Kontext gehen, Alex, für den Fall, dass die Frage nochmal spezifiziert werden kann von dir. Gern nochmal auch eine E-Mail hier an den Support. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, wenn ihr keine weiteren Punkte habt, haben wir es im Prinzip für den
ja, Wochenabschluss nunmehr geschafft. Ich danke auf jeden Fall für das reichhaltige Einschalten. Wünsche euch so langsam aber sicher einen guten Einstieg ins Wochenende. Und ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch hier und da abholen. Wenn es Fragen gibt, wie gesagt, unerschrocken uns stellen. Und insofern hoffe ich, konnte euch, wie gesagt, ein Stück aufklären. Wünsche einen schönen Einstieg ins Wochenende und verbleibe an der Stelle jetzt mit den besten Grüßen und auf bald.